Herzlich willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte, die herausgegeben wird von RIO, der Revolutionären Internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist der Volksaufstand in Chile und der Aufbau einer revolutionären Alternative. Dieser Vortrag wurde aufgenommen auf dem Sommercamp von Rio. Reden wird heute Gabriela Muñoz, eine Genossin von unserer Schwestergruppe der PTR, der Partei der Revolutionären ArbeiterInnen in Chile. Ja, hola a todas, todos. Mi nombre es Gabriela Muñoz. Yo vengo del grupo de Chile, del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Ja, hallo an alle. Mein Name ist Gabriela Muñoz und ich komme von der Europa Chile, der Partei Revolucionärer Arbeiterinnen. Voy a tratar de comentarles bien precisamente todo el proceso que fue, digamos, durante nuestro actuar, durante la rebelión popular en Chile, pero igual me voy a centrar primero en la primera parte como qué pasó antes de eso. Ich werde vor allem eingehen, was unsere Intervention während der Revolte, dem Aufstand war 2019, aber ich werde auch darauf eingehen, was wir davor gemacht haben. Esto es importante porque no podemos pensar que porque hubo un estallido social nosotros emergimos, sino que hubo todo un trabajo anterior que nos permitió actuar de tal forma en la rebelión. Das ist wichtig, weil es nicht so ist, als ob wir während dieser sozialen Explosion auf einmal angefangen hätten zu existieren, sondern es eine Arbeit davor gab, die es uns ermöglicht hat, in der Rebellion so zu interagieren. Sí. Partiendo por la foto que tenemos acá es del año 2011, ¿ya? Esta foto fue de la rebelión de digamos de cuando se rebelaron la juventud de lo que fue la rebelión pingüina. Donde nosotros igual tuvimos una actuación de cómo poder unir, digamos, al movimiento estudiantil con la clase trabajadora, realizando distintas asambleas. Dieses Foto zum Beispiel, was ihr hier seht, ist von 2011, von der Bewegung, die man die Rebellion der Pinguine nennt. Das war eine Bewegung vor allem von SchülerInnen der Jugend. Und dort haben wir eben versucht, auch auf Versammlungen die Einheit von Arbeiterinnen und Studierenden und Schülerinnen herzustellen. Lo interesante de este tiempo es que nuestro grupo era muy pequeño y muy joven. Nuestros compañeros, sin embargo, siempre buscaron poder insertarse en el movimiento obrero participando de las distintas huelgas e incluso muchos de ellos se proletarizaron. Wir waren damals eine sehr kleine und sehr junge Gruppe, aber wir haben immer versucht, in die Arbeiterinnenbewegung zu intervenieren und in Streiks zu intervenieren. Und viele der jungen Genossinnen haben sich proletarisiert, also sind in die Arbeiterinnenbewegung auch gegangen. Acá en la siguiente fotografía podemos ver el año 2014. Nosotros ahí tuvimos una actuación en lo que fue la rebelión de las bases docentes, de profesores y profesoras, donde hicimos una lucha muy fuerte contra la burocracia sindical, sobre todo del Partido Comunista. Und dieses Foto, was ihr hier seht, ist von 2014 von der Rebellion der Lehrerinnen und Lehrer, wo wir einen sehr, sehr starken Kampf geführt haben, vor allem gegen die Gewerkschaftsbürokratie der kommunistischen Partei. En esta lucha hubo un despido antisindical que fue de Patricia Romo, que es una de nuestras dirigentes actuales. Y, digamos, con todo el movimiento logramos hacer una gran campaña y lograr su reincorporación. Es gab aus gewerkschaftlichen Gründen motivierte Kündigung unserer Genossin Patricia Romo, die jetzt eine der Anführerinnen der Gruppe ist. Und mit einer großen Bewegung haben wir es geschafft, ihre Wiedereinstellung zu erkämpfen. Ok, en esta foto es del año 2016. Aquí podemos ver a los trabajadores de la fábrica de explosivos Orica. Una fábrica donde nosotros conquistamos la dirección del sindicato, logramos
derrotar a la burocracia que, digamos, llevaba la dirección del sindicato. Dieses Foto, das sind die Arbeiterinnen der Sprengstofffabrik Orica, wo wir es geschafft haben, die Führung in der Gewerkschaft zu erkämpfen und die Gewerkschaftsbürokratie rauszuwerfen. Lo interesante de este sindicato es que es un sindicato militante. Nosotros logramos, por ejemplo, impulsar la Comisión de Mujeres, donde pudimos problematizar el problema del machismo y la opresión. Y como se ve, los compañeros están con el cartel con la política de ni una menos contra los femicidios. Das ist eine kämpferische oder klassenkämpferische Gewerkschaft und genau, also wo wir es geschafft haben, eine Politik gegen den Machismus, gegen den Sexismus zu machen. Und hier zum Beispiel seht ihr auf dem Foto, wie die ArbeiterInnen genau gegen, also für Neonamenos gekämpft haben, also gegen Feminizide. Además, logramos hacer que empezaran a realizarse distintas asambleas donde los trabajadores pudiesen deliberar votar. Y, por ejemplo, se votó la Comisión Investigadora Independiente frente a la muerte de dos compañeros, como también una Comisión de Control de Higiene y Seguridad frente, digamos, a las condiciones de trabajo. Und in dieser, wir haben es hier geschafft, dass, dass die Arbeiterinnen dort Kommissionen gründen, die von der Basis so gesagt gewählt wurden. Zum Beispiel eine unabhängige Kommission wegen dem tödlichen Arbeitsunfall von zwei Kollegen und auch zum Beispiel eine Kommission für Hygiene und Sicherheit. Ese mismo año conquistamos la dirección del Colegio de Profesores Antofagasta tras la lucha de Patricia Romo. Und el Colegio Profesor es como el sindicato profesor. Sí. Und in dem gleichen Jahr haben wir die Führung erkämpft in der Lehrerinnengewerkschaft von Antofagasta, dieser einen Stadt, mit unserer Genossin Patricia Romo. También, ya en el año 2018, tuvimos una de las escuelas más importantes, que es la escuela de guerra que hicimos con, digamos, los despedidos del ferrocarril, donde, digamos, logramos confluir con trabajadores y sus familias, tanto en la política de género con Pan y Rosas, cuestionándose el machismo, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, y también el problema ambiental y la contaminación. In 2018 war, wo ihr dieses Foto sehen könnt, ist eine unserer wichtigsten, wir nennen das Kriegsschulen, in der Eisenbahn, wo wir gegen Entlassungen gekämpft haben. Gegen Entlassungen gekämpft haben, aber auch geschafft haben, eine gemeinsame Politik mit den Familien zu machen, auch zum Beispiel mit Brot und Rosen, gegen den Sexismus und auch für das Recht auf Abtreibung und aber auch wir ökologische Themen auch einbringen können in diesen Kampf. Ahí como podemos ver, chaquetas naranjas, pañoletas verdes. Esa fue una gran conquista. Hier sieht man so die große Errungenschaft zum Beispiel, dass man die orangen Westen der Arbeiterinnen sieht und die grünen Tücher, die das Recht auf Abtreibung symbolisieren. Also ein großer Erfolg. Esta lucha se dio en un contexto de baja lucha de clases, pero habían ciertos despidos en ciertos sectores y nosotros con esta escuela de guerra logramos la coordinación, digamos, con otros sectores que, como profesores, que también estaban viviendo despidos, ¿sí? Y logramos también la reincorporación de una de las profesoras. Und das war zu einer Situation, wo es in einer niedrigen Klassenkampfsituation, aber es gab Entlassungen und wir haben es geschafft, diese Koordinierungsinstanzen aufzubauen, auch mit zum Beispiel Lehrerinnen und haben auch die Entlassung von einer Lehrerin verhindern können. Para mí es importante contarles esto brevemente, lo más que pude, porque porque no partimos de cero. Todo esto nos permitió, por ejemplo, las posiciones sindicales,
el levantamiento de diversas agrupaciones en la industria, en profesores, en estudiantes, nos permitió poder, digamos, avanzar en digamos, lo que pudiese ser ya después el estallido social. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich das kurz, so kurz ich kann, sage, weil wir eben nicht von Null angefangen haben, sondern wir es geschafft haben, Stellungen in den Gewerkschaften zu erkämpfen und Gruppierungen dort aufzubauen, in der Industrie, und, genau, in Minen, unter LehrerInnen und unter Studierenden und damit eben vorangeschritten sind, bis die Revolte so gesagt kam. Lo importante es que estas posiciones conquistadas sabíamos que no tenían un fin en sí mismo, sino que eran parte de un plan mayor, que nos permitió utilizarlas como fortalezas, es decir, como lugares donde podemos acumular y concentrar fuerzas. Das Wichtige dabei ist, dass diese Stellungen kein Ziel für sich selbst waren, sondern dass wir sie für einen größeren Plan aufgebaut haben oder dass sie dem gedient haben. Und zwar haben wir sie, so wie gesagt, als Festungen gedacht, wo wir mehr Kräfte sammeln können. Lugares con capacidad real de lucha que nos permitiera desplegar no solo una lucha defensiva, sino que cuando llegara el momento poder pasar a la ofensiva. Dass eben Orte mit einer realen Kampfkraft, die nicht nur in der Lage dazu sind, defensive Kämpfe zu führen, sondern wenn der Moment kommt, in die Offensive überzugehen. Y llegó el 2019. Und dann kam 2019. Fue un tremendo momento donde los estudiantes y los jóvenes, frente al alza del pasaje, del transporte, se tomaron los metros y se saltaron los torniquetes. Das war ein riesiger Moment, wo Studierende und Jugendliche aufgrund einer Preiserhöhung der U-Bahn über diese Drehkreuze rübergesprungen sind. Frente a esto hubo una tremenda represión policial. Es gab eine enorme Polizeirepression gegen das. Pero el poder, sobre todo de los estudiantes y de las mujeres estudiantes, fue impresionante. Aber die Kraft der Studierenden und der Schülerinnen und vor allem der Schülerinnen, der Frauen, war beeindruckend. Ahí tenemos otra fotografía de la violencia igual que se ejerció hacia los secundarios principalmente. Da sieht man die Gewalt gegen Schülerinnen. Ese día, diversos metros en Santiago fueron incendiados. La gente no solo tenía rabia por el alza del pasaje, sino que se empezó a utilizar la consigna de que no eran 30 pesos, que era lo que se subía al pasaje, sino que eran 30 años de una herencia de la dictadura pinochetista que nos tenía en condiciones miserables. Hat dazu geführt, dass mehrere U-Bahn-Stationen in Santiago angezündet wurden. Und das war aber nicht nur aufgrund dieser Preiserhöhung des Tickets, sondern, und das hat sich auch dann schnell dieses Motto entwickelt, dass es eben nicht um diese 30 Pesos Preiserhöhung ging, sondern um die 30 Jahre nach der Diktatur von Pinochet, die so eine Misere hinterlassen haben. Sí. Empezamos entonces a ver la resistencia del pueblo y comienza a aparecer lo que es la primera línea. Aquellos jóvenes que buscaban defender las manifestaciones y enfrentarse a la policía en el primer lugar de batalla. Und man hat eben diesen Widerstand der Bevölkerung gesehen und es entsteht auch das, was die erste Reihe, was eben viele Jugendliche waren, die die Demonstrationen gegen die Polizei verteidigt haben. Como podemos ver acá, en estas fotos, no, wie wir sehen können. Sí. Antes de pasar ahí,
En este escenario es que nosotros, desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, levantamos la política de impulsar un organismo que es desde el Colegio de Profesores, en conjunto con el Sindicato de Profesores, levantamos entonces el Comité de Emergencia y Resguardo. Und wir als Partei Revolutionäre Arbeit haben in diesem Moment eine Politik gestartet, dass wir von der Lehrerinnengewerkschaft dieses Komitee für Sicherheit und Schutz gegründet haben. Un espacio abierto a los luchadores, a los trabajadores de la educación, de la salud, del comercio, de la industria, a las poblaciones combativas, los estudiantes de la universidad y de los liceos. Genau, das war eben ein Raum, den wir offen lassen wollten für die KämpferInnen, die auf die Straße gehen, für die ArbeiterInnen der Bildung, der Gesundheit, des Einzelhandels, der Industrie, die Bevölkerung in den armen Vierteln und die Studierenden. Donde buscábamos la organización y la coordinación de todos estos sectores que estaban luchando. Da haben wir die Koordinierung dieser ganzen kämpfenden Sektoren gesucht. Frente a todo este escenario donde por un lado estaban los capitalistas y sus instituciones como el Parlamento, la justicia, la policía, los militares y sus representantes políticos que ya no podían gobernar como antes. Und genau, wir haben das gemacht gegenüber einer gegenüber dem kapitalistischen Staat, der eben seine Institutionen hatte, seine Gerichte, seine Polizei, sein Militär und der nicht mehr handeln konnte wie davor. So. Y al mismo tiempo, los de abajo, los trabajadores y el pueblo, ya no queríamos vivir como estábamos viviendo hasta ese momento. Und andererseits von unten eben wir die Arbeiterinnen, die Bevölkerung konnten und wollten nicht mehr leben, wie wir es davor gemacht haben. Dentro del comité se formaron diversas comisiones. Una de ellas es la comisión de auxilio. Es wurden verschiedene Kommissionen gegründet im Komitee. Eine davon ist, so gesagt, die Hilfskommission. La comisión de auxilio tenía Rettung, ist besser, Rettung. La comisión de auxilio tenía el objetivo de poder atender a la gente que estaba herida por los distintos perdigones, gases lacrimógenos, distintas violaciones a los derechos humanos y a la represión que hacía la policía. Deren Ziel war, sich um die Verletzten zu kümmern, die durch Gummigeschosse, Tränengas und andere Menschenrechtsverletzungen der Polizei und des Militärs verwundet waren, um genau sie zu behandeln. Estudiantes de salud, médicos, trabajadores de la salud que se pusieron a disposición de poder sanar y digamos, enfrentar la represión. Medizinstudierende, Ärzte und genau, medizinisches Personal, die eben ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben, sich der Repression entgegenzustellen. Incluso se armaron de alguna forma para poder también ir a la calle, a poder defender y curar a quienes estaban siendo reprimidos en el momento. Sie haben sich sogar bewaffnet sozusagen mit diesen Schildern, die ihr sehen könnt, um auf die Straße zu gehen und die Demonstration zu verteidigen und den Leuten zu helfen, die von der Polizei genau, angegriffen wurden, verletzt wurden. También estaba la Comisión de Derechos Humanos. Esta comisión estaba formada por abogados, estudiantes de derecho, profesores, agrupaciones de derechos humanos. Dann gab es die Kommission für Menschenrechte, die bestand aus AnwältInnen, Jurastudierenden und Kollektiven, die für die Menschenrechte eben. Resguardaban y apoyaban a quienes eran detenidos, pero también digamos, llevaban el conteo de cuántas personas eran detenidas injustamente. Berieten eben die Festgenommenen und haben auch die genauen Zahlen gehalten, wie viele Leute denn illegal festgenommen wurden. Solo hasta el 6 de noviembre ya teníamos más de 500 detenidos. Desde cuándo? Desde octubre. Ja, in einem Monat, also von Oktober bis zum 6. November, hatten wir über 500 Festnahmen. Bueno, esta es parte también de las
fotos y digamos, elementos que ellos también recolectaban para poder mostrar la represión que nos estaban ejerciendo. Ja, das ist Teil der Sammlung, die sie gemacht haben, um zu zeigen, wie die Repressionen tatsächlich aussah, diese. También estaba la comisión de comunicación, donde pudimos, cierto, mostrar lo que el comité estaba realizando tanto en las redes sociales como en las calles. Und dann gab es noch die Kommission für Kommunikation, wo wir eben gezeigt haben, was das Komitee gerade macht, sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf der Straße. El nivel que alcanzó el comité de emergencia fue tal que incluso las cifras de detenciones y de reprimidos en las noticias no era la que daba el gobierno, sino que justamente eran las cifras que decía el Comité de Emergencia y Resguardo. Der Einfluss, den dieses Komitee hatte, war so groß, dass die Zahlen über die Festnahmen, die in den Medien gezeigt wurden, nicht die waren, die der Staat veröffentlicht hat, sondern das Komitee. Nein, die Stadt gelogen hat mit den Zahlen. También existía la comisión de artistas urbanos, jóvenes que hacían diversas intervenciones culturales, hip hop, danza, etc. Und dann gab es auch noch die Kommission der Künstlerinnen, das waren viele junge Künstlerinnen, die genau, kulturelle Interventionen gemacht haben, Tanz, hip hop, Baile. Sí. Una de las comisiones muy importantes era la comisión de enlace. Esta comisión coordinaba y articulaba los distintos sindicatos y buscaba la alianza con las poblaciones y con las organizaciones estudiantiles. Ein anderes wichtiges eine wichtige Kommission war das Enlace des Verbindungskommission, die die Verbindungen eben gesucht hat zu verschiedenen Gewerkschaften, zu den Bevölkerungen in den Armenvierteln und zu den Studierenden. La movilización empezó a escalar y Piñera nos declaró la guerra. Genau, die Mobilisierungen sind eskaliert und Piñera hat uns den Krieg erklärt, der Präsident. Y decretó el estado de excepción con los milicos en las calles. Und hat den Ausnahmezustand erklärt und die Militärs auf die Straße geschickt. Es en este contexto que la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la principal central que reúne a los principales sindicatos, es que, pujado por la movilización, llaman a la huelga general. Und in diesem Moment hat die CUT, die einheitliche Zentrale der Arbeit, also so, dass die größte Gewerkschaftsföderation, in der die größten Gewerkschaften sind, wurde von der Mobilisierung unter Druck gesetzt und ruft zum Generalstreik auf. El Comité de Emergencia y Resguardo impulsa para organizar la huelga un gran encuentro, donde pudieron asistir más de 500 personas. Und dieses Komitee organisiert eine große Versammlung, um diesen Streik zu organisieren, wo über 500 Personen anwesend waren. El encuentro votó levantar una campaña contra la represión y con una política central que era fuera Piñera, vamos por la huelga general hasta digamos que caiga el régimen y por una asamblea constituyente libre y soberana. Und das Komitee hat eine Losung abgestimmt, also gegen die Repression, raus mit Piñera, für den Generalstreik und für eine freie und souveräne verfassungsgebende Versammlung. Fue esta política que nosotros agitamos desde el PTR, tanto en Antofagasta como en todas las regiones donde estamos, por la cual el gobierno creyó a nuestro compañero Dauno Totoro con la ley de seguridad del Estado por iniciar el derrocamiento, por incitar al derrocamiento y a la subversión. Und es war deswegen von der Politik, die wir als PTR eben gestartet haben, dass die Regierung mit so einem Gesetz für Gesetz für Staatssicherheit unseren Genossen Dauno Totoro angeklagt hat, weil er zur Stürzung des Staates aufgerufen hat. De este encuentro nace el Comité de Huelga y la Mesa Coordinadora. Und daraus entstand das Streikkomitee und dieser Koordinierungstisch. Donde había trabajadores de la industria,
portuarios, salud, educación, transporte, organizaciones estudiantiles, secundarios, estudiantes de salud, que también impulsaron una toma en la Universidad de Antofagasta, convirtiéndolo también en un comité de emergencia y resguardo. Und dieses Komitee bestand aus Arbeitern aus der Industrie, aus den Häfen, Gesundheit, Bildung, Transport, Studierenden, SchülerInnen und Studierenden vom Gesundheitswesen, die auch ihre Uni besetzt haben und auch so ein Komitee dort an der Uni gegründet haben. Además, también estaban las poblaciones más combativas como Miramar, Cachimba del Agua, Playa Blanca, que son poblaciones, ¿cómo se puede decir? Como bien combativas. Genau, und dann waren auch Leute aus den armen Vierteln da, genau, Agua Blanca, Miramar, Cachimba, das sind die Namen, die kämpferischsten Viertel waren, also von den Leuten, die auch sehr, sehr weit vorne in den Demos mit dabei waren. En este encuentro también nace la comisión de organización, muy importante, porque esta comisión organizó cómo enfrentarse ese día en la huelga general a la represión. Und dann stand auch die Kommission der Organisierung, die sehr wichtig war, weil sie koordiniert hat, wie man sich der Repression an diesem Tag des Generalstreiks entgegenstellt. Desde esta comisión se desplegaron iniciativas entonces de autodefensa, se hicieron escudos, donde participaron trabajadores de la educación, industriales, y bueno, preparando la huelga. Dieses Komitee hat auch die Selbstverteidigung organisiert, sie haben zum Beispiel Schilder gebaut und es haben Leute aus der Industrie, aus der Bildung und so weiter teilgenommen, genau, an diesem Streiktag. Ja. El 12 de noviembre, la ciudad de Antofagasta amaneció paralizada en su totalidad. El 12 de noviembre es la ciudad de Antofagasta completamente paralizada. En esta foto ustedes pueden ver que dice bienvenido a Antofagasta. Aquí se ve bienvenido en Antofagasta. Ese día, la ciudad fue nuestra. An dem Tag hat die Stadt uns gehört. Paralizamos todos los caminos hacia la minería. Wir haben alle Wege zu den Minen blockiert. Paralizando la producción de los sectores estratégicos. Und haben die Produktion, damit die Produktion der strategischen Sektoren gestoppt. Los portuarios paralizaron un 95% desde Arica hasta el sur de Chile. Und die Hafenarbeiter haben 95% des Verkehrs gestoppt, von Arica bis zum Süden, also vom ganzen Norden bis zum Süden des Landes. Los mineros, al ver que estaban bloqueados los caminos, se bajaron de los buses y fueron a la ciudad a manifestarse. Und die Minenarbeiter, als sie gesehen haben, dass die Wege blockiert waren, sind aus den Bussen raus und sind in die Stadt gegangen zum Demonstrieren. Si bien esto fue parcial, fue responsabilidad totalmente de la burocracia sindical. Und wenn das nicht komplett der Fall war, dann ist es komplett die Verantwortung der Gewerkschaftsbürokratie. La primera acción del Comité de Emergencia y Resguardo fue un punto de prensa. Es la sede del Comité de Emergencia y Resguardo, la Casa Azul. Das ist eben das, der Sitz des Komitees für Sicherheit und Schutz. Das war das Pressezentrum. Y luego marchamos a la Plaza de la Revolución, que le pusimos ese nombre y la inauguramos con millones en las calles. Und an dem Tag, genau, mit Millionen auf der Straße, sind wir zum Platz der Revolution gegangen, so haben wir ihn genannt an dem Tag. Ahí pueden ver la plaza en su totalidad copada. Seht ihr den ganzen Platz hier? Logramos hacer un acto con más de 25.000 personas. Wir haben eine Kundgebung gemacht mit über 25.000. Ese día la policía abandonó la ciudad y la señal fue clara. Somos más fuertes, este es el camino.
Und an dem Tag hat die Polizei die Stadt verlassen und uns war klar, wir sind stärker und das ist der Weg. Acá podemos ver a Lester Calderón y Patricia Romo, principales dirigentes de nuestra organización, en plena Plaza de la Revolución en este acto con 25.000 personas. Genau, und da sehen wir Lester Calderón und Patricia Romo sind wichtige Anführer von unserer Gruppe auf dieser Kundgebung mit 25.000 Menschen. A los portuarios. Das sind die HafenarbeiterInnen. Profesores. LehrerInnen. Médicos. Ärzte. La juventud, que ocupó un rol muy importante y sobre todo en la toma que hicieron en el área clínica, que es una parte de la universidad. Und die Jugend, die eine sehr, sehr wichtige Rolle hatte, zum Beispiel auch in der Besetzung der, der Medizinfakultät der Uni. Ahí podemos ver igual, ella es una madre de primera línea. Das ist eine Mutter der ersten Reihe. Que también formaron una organización para defender a sus hijos e hijas que estaban luchando ahí en el frente. Und sie haben eine Organisation aufgebaut, um ihre Töchter und Söhne zu verteidigen, die eben in der ersten Reihe gekämpft haben. Ese día las principales instituciones fueron rayadas, tomadas, quemadas. Und an dem Tag wurden eben die zentralen Institutionen beschmiert und verbrannt. Como podemos ver, la Catedral Central de Antofagasta. Das ist die zentrale Kathedrale von Antofagasta. La Intendencia de Antofagasta, el principal edificio donde se encuentra, la gobernación y los principales líderes, de la ciudad. Ja, das ist so gesagt, das ist das Rathaus. Ja, Intendenz. Al mismo tiempo, en Santiago se veía una multitud, nunca, desde la vuelta de la democracia, que no se veía esa cantidad de gente. Seit dem Ende der Diktatur, der Rückkehr der Demokratie, haben wir noch nie diese Menge Menschen gesehen, die man an dem Tag in Santiago gesehen hat. Como podemos ver. Wie hier zu sehen ist. Esta es la Plaza de la Dignidad, principal centro en Santiago, donde se juntaron, todos los luchadores. Und das ist der Platz der Würde, der ist so gesagt das Zentrum der Proteste in Santiago, wo die KämpferInnen sich versammelt haben. Das ist eine Foto. Und ahí podemos ver PTR. Da sehen wir PTR. Acá quiero contar algo. La represión que se vivió durante todo este tiempo fue brutal, con cientos de heridos, de heridas, con mutilaciones oculares, con muertes a manos de la policía y los militares. Und hier will ich noch kurz anhalten, also die Repression war brutal, mit hunderten Verletzten, Leute, die ihre Augen verloren haben und auch Tote von Händen der Polizei und im Militär. Como es el caso, por ejemplo, de Fabiola Campillay, que hasta el día de hoy no tiene justicia. Una mujer que a un metro le dañaron los ojos. Ella perdió el olfato y el gusto. ¿Cómo se llama? Fabiola Campillay. Fabiola Campillay, zum Beispiel, es ist eine Frau, die von einem Meter angeschossen wurde und hat ihre Augen, ihren Geruch und ihren Geschmackssinn verloren. Und die hat immer noch keine Gerechtigkeit. Las fuerzas estaban para pasar a la ofensiva. Aber die Kräfte, um in die Offensive zu gehen, waren da. Sin embargo, las direcciones de la CUT, dirigida por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, traicionaron al movimiento. Die Kräfte der CUT, die angeführt wird von der kommunistischen Partei, von der sozialistischen Partei, haben die Bewegung verraten. Y surge lo que es una cocina parlamentaria donde todos los parlamentarios se sientan y acuerdan el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Und es entsteht eben diese parlamentarische Küche, haben sie das genannt, wo alle Parlamentarierinnen sich hinsetzen und ein Abkommen ausgehandelt haben für den Frieden und eine neue Verfassung, war das genannt.
desde la derecha hasta el Frente Amplio, que es, digamos, similar a Podemos, votaron este acuerdo por la paz. Also von der Rechten bis hin zum Frente Amplio, der ist so ähnlich zu Podemos im spanischen Staat, haben für dieses Abkommen abgestimmt. Además, votaron leyes que criminalizaron la protesta y que hoy día tienen a cientos de jóvenes luchadores tras la cárcel. Und sie haben auch Gesetze abgestimmt, die die Proteste kriminalisieren und die dazu führen, dass auch heute noch hunderte von jungen KämpferInnen noch im Gefängnis sind. El Comité de Emergencia y Resguardo no silenció y denunció esta cocina, además de luchar por la libertad de los presos políticos. Das Komitee für Sicherheit und Schutz hat eben nicht geschwiegen und hat sich dagegen gestellt und das denunziert und die Freiheit der politischen Gefangenen gefordert. Es así como empieza el proceso de desvío. Und so in diesem Moment fing der Prozess der ja, der Abweichung statt, also wie die Bewegung in eine, abgeweicht wird, so gesagt. Decimos de desvío porque es un desvío desde la calle hacia el Parlamento. Und wir nennen das eben Abweichung, weil es von der Straße ins Parlament gelenkt wurde. Umlenkung. Umlenkung, danke, ja, das passende Wort. En este tiempo comienza la pandemia. El Comité de Emergencia y Resguardo trabajó haciendo jabón gel, entregando a la gente, además de coordinar ciertas huelgas que también hubo, digamos, tras todo este tiempo, sobre todo en la minería y en la industria. Und in diesem Moment fängt die Pandemie an und das Komitee für Sicherheit und Schutz greift ein, beginnt Desinfektionsmittel zu verteilen und auch verschiedene Kämpfe zu unterstützen, die in der Zeit, also Streiks, die auch in der Zeit stattgefunden haben, vor allem in der Industrie und in den Minen. Frente a todo este proceso que traté de explicar, espero haberle hecho justicia, tenemos que sacar las lecciones estratégicas. Ich hoffe, ich bin von all dem, was ich euch erzählt habe, ich hoffe, ich werde dem gerecht, müssen wir strategische Schlussfolgerungen ziehen oder Lektionen. Una de las cosas que nosotros pensamos es que si el Comité de Emergencia y Resguardo no solo se hubiese quedado en Antofagasta, sino que hubiese tenido una expansión nacional, hubiésemos podido tener una ofensiva mayor contra la burocracia sindical. Eines, dass wenn dieses Komitee nicht nur in dieser einen Stadt existiert hätte, sondern sich landesweit hätte aussehen können, dann hätten wir viel mehr Kraft gehabt, um uns eben der Gewerkschaftsbürokratie entgegenzustellen oder sie herauszufordern. Y forzar también a la mesa de unidad social que agrupaba más de 145 organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles. Und auch dieser Tisch für die soziale Einheit, dem entgegenzutreten, der über 145 gewerkschaftliche und studentische Organisationen versammelt hat. Por otro lado, la falta de Partido Revolucionario. Un partido que realmente pudiera tomar lo que estaba pasando y no quedarse con el límite de la burocracia sindical, sino que poder pasar a la ofensiva. Ja, und andererseits das Fehlen einer revolutionären Partei, die in dieser Situation hätte intervenieren können und sie nicht dabei stoppen können, was die Gewerkschaftsbürokratie gemacht hat, sondern weitergehen und in die Offensive zu gehen. Buscando la unidad con los comités de emergencia y resguardo, con las asambleas territoriales, que también fue un fenómeno que apareció en las poblaciones donde la gente también se reunía a deliberar y a reflexionar. Und auch die Einheit zu diesen Komitees von Sicherheit und Schutz zu suchen, aber auch zu den Nachbarschaftsversammlungen, die in den Armenvierteln entstanden sind, wo die Leute sich eben versammelt haben, um ihre Kämpfe zu koordinieren. Y no solo enfrentar a la burocracia y pujarla al Frente Único Obrero, sino que también, y con eso, no solo pelear por terminar con los 30 años de la dictadura o de la herencia de la dictadura. Und nicht nur die Bürokratie unter Druck setzen und in eine Einheitsfront zwingen und tatsächlich den Kampf so weit zu treiben, um eben diese 30 Jahre Erbe der Diktatur umzuwerfen.
sino que se planteara la perspectiva de transformar la sociedad en su conjunto. Sondern sich auch vornehmen, mit der auch genau die Perspektive zu haben, die Gesellschaft als Ganzes zu transformieren und zu wandeln. Otro factor importante es el rol de los sectores estratégicos, que en este caso hubiese sido una situación totalmente distinta si es que los grandes batallones centrales de la clase trabajadora, como son los mineros, hubiesen entrado a la escena. Und eine andere wichtige Rolle ist die der strategischen Positionen. Also wenn das die Situation komplett anders gewesen wäre, wenn die großen Bataillone der Arbeiterklasse, wie zum Beispiel die Minen, die in Chile eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Ökonomie haben, tatsächlich auch als Ganzes in den Kampf interveniert hätten. Esa es una de las lecciones muy importante, el rol que tiene la burocracia sindical frente a estos fenómenos. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Lektion, und zwar die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie in diesem Phänomen. La experiencia del Comité de Emergencia y Resguardo es una escuela de cómo levantar comités de acción. Und diese Erfahrung des Komitee für Sicherheit und Schutz ist eine Schule, um, damit wir lernen, wie man Aktionskomitees ins Leben ruft. No solo para reflexionar o sacar las lecciones de lo que nos aporta, digamos, este proceso más álgido de lucha de clases en el país, sino que, y tampoco transformarlo en un material de autoconsumo. Nicht nur um darüber nachzudenken, was, was es uns bringt. Ich habe ein bisschen lost gerade. Es como, sí, es como que... no es solamente una lección para autoconsumirla. Es nicht nur eine Lektion, um sie selbst zu konsumieren oder. Sino que esta experiencia busca desarrollar las lecciones estratégicas para la preparación de futuros ascensos de la lucha de clases. Sondern dass diese Lektion sucht versucht die kommenden Klassenkämpfe vorzubereiten. Preparar una fuerza militante con influencia que pueda ser capaz de conquistar el porvenir al servicio de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud y los sectores oprimidos. Und, ¿cuál fue el comienzo? ¿Dónde quedaste? Und eine, genau, eine militante Kraft aufzubauen mit großem Einfluss, die dazu in der Lage wäre, eine Zukunft zu erkämpfen im Dienste der ArbeiterInnen, der Frauen, der Jugend und der unterdrückten Sektoren. Por un gobierno de las y los trabajadores para una vida que merezca ser vivida. Für eine ArbeiterInnenregierung und ein Leben, was es wert ist zu leben. ¿En qué estamos hoy? Muy breve. Ja, ganz kurz, wo stehen wir heute? Levantamos un comando por una asamblea constituyente libre y soberana para poder pelear por lo que el pueblo reclamaba. Ja, wir haben so gesagt eine Taskforce ins Leben gerufen, um für eine freie und souveräne verfassungsgebende Versammlung und für die Forderungen der Bevölkerung zu kämpfen. Contra el acuerdo por la paz. Gegen diese Friedensverhandlungen, die stattgefunden haben. Tras esta acción entramos en la pelea por tener un constituyente para poder tener un para poder desnudar las trampas de este proceso dentro de la misma convención constitucional. Genau, also es fand dieser Prozess statt, in dem jetzt eine verfassungsgebende Versammlung existiert und wir sind in diesen Kampf gegangen, um Abgeordnete dort reinzuschicken. Und eine Tribüne zu haben, von der wir eben denunzieren können, dass dieser ganze Prozess, der gemacht wurde, eigentlich eine Falle war. So, also gar keine richtige verfassungsgebende Versammlung, wie wir sie uns vorstellen. Nuestros 52 candidatos de la lista de trabajadores revolucionarios sumaron más de 52.000 votos. Genau, unsere 52 Kandidatinnen hatten über 52.000 Stimmen. Y Lester Calderón, que les mostraba antes, nuestro dirigente de la fábrica de explosivos Boricar y candidato a gobernador,
obtuvo en Antofagasta más de 21.000 votos, correspondientes a un 12.78%. Und Lester Calderón, den ihr davor gesehen habt, der Anführer der Gewerkschaft in der Sprengstofffabrik ist, und der war Kandidat für den Posten des Gouverneurs und er hat in Antofagasta über 21.000 Stimmen bekommen, was so 12.8% sind. También conquistamos el cargo de concejalía de una de concejala de Natalia Sánchez, que es médica del Hospital Regional de Antofagasta y fue parte de las comisiones de auxilio. Und wir haben in Antofagasta geschafft, dass Natalia Sánchez, die Ärztin ist in einem Krankenhaus dort und auch diese Brigaden vom Komitee mitorganisiert hat, als Stadträtin gewählt wurde. Algo histórico para nosotros de que los trotskistas podamos tener un cargo, aunque sea a nivel regional. Und es ist historisch für uns, dass wir Trotzkistinnen auch so eine Mandat erhalten, auch wenn es nur auf regionaler Ebene ist. Este es el proceso constituyente actual, la convención constitucional con rostro de mujer mapuche, la contradicción máxima que dio este proceso. Das ist so der höchste Widerspruch, den dieser Prozess zeigen konnte, und zwar dieser Prozess der verfassungsgebenden Versammlung. Prozess der verfassungsgebenden Versammlung, der einerseits eine totale Farce ist, aber das Gesicht ist das Gesicht einer indigenen Mapuche-Frau. El 18 de octubre del 2019 abrió en Chile una etapa prerevolucionaria de tiempos largos que aún no se ha cerrado. Der Beginn des Prozesses am 18. Oktober. Ich füge mal ein paar Sachen hinzu, weil sie ein paar Sachen sagt, wie dich so, glaube ich, besser, wenn ich so ein paar Worte mehr dazu sage, nur dass du nicht wundert. Der 18. Oktober hat eine vorrevolutionäre Etappe eröffnet, die lange andauert und die immer noch nicht geschlossen ist. Existen fuertes ilusiones reformistas y sobre todo muchas esperanzas del pueblo en esta convención. Es gibt viele reformistische Illusionen und viele Hoffnungen der Bevölkerung in diese Versammlung, diese verfassungsgebende Versammlung. En esta convención emerge la lista del pueblo con distintos referentes, digamos, de la lucha de clase y lo que fue la revuelta, pero con un programa populista antineoliberal de colaboración de clases. Und es entstand diese Liste des Volkes, heißt sie, von vielen Kämpferinnen in der Revolte, aber mit einem Programm, mit so einem antineoliberalen, populistischen Programm, was auf so eine Klassenversöhnung hinausläuft. A un mes de la convención se han subordinado totalmente a las reglas de la cocina, al Frente Amplio, al Partido Comunista, junto a la Ex-Concertación y la Derecha, que son los principales partidos tradicionales. Und einen Monat nachdem diese Versammlung ins Leben gerufen wurde, haben sie sich komplett den Regeln dieser, was sie parlamentarische Küche genannt hat, also diese parlamentarischen Manöver, des Frente Amplio, der Kommunistischen Partei, untergeordnet, genauso wie den traditionellen Parteien der Rechten und der Sozialdemokratie. Actualmente los viejos partidos están en crisis y estamos en un proceso electoral presidencial donde, digamos, el Frente Amplio aparece como alternativa con Boric a la cabeza. Und die alten Parteien sind total in der Krise und wir sind gerade im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen, wo der Frente Amplio, wie sie gesagt hat, die so ähnlich sind wie Podemos, ne, dass die gerade ihr Kandidat Boric so die Figur der Opposition so gesagt ist. En ese sentido, nosotros nos proponemos dar una lucha política para mostrar la subordinación de la lista del pueblo y del Frente Amplio a las reglas de la cocina.
Und in dieser Situation nehmen wir uns vor, einen politischen Kampf zu führen, um immer wenn es möglich ist, um aufzuzeigen, wie sich eben diese Kräfte den Regeln dieser parlamentarischen Küche unterordnen. Voy a retomar desde la idea de que necesitamos agitar una lucha política para mostrar cómo la lista del pueblo, el Frente Amplio, se subordina a las reglas de la cocina y a todo este proceso tramposo. Genau, und dass wir eben in jeder Situation diesen politischen Kampf zeigen müssen und aufzeigen, wie diese Liste des Volkes sich dem Frente Amplio unterordnet und sich so gesagt an die Spielregeln anpasst. Y explicar a los trabajadores y trabajadoras por qué necesitamos una izquierda de los trabajadores que no se subordine a esta cocina ni a estas reglas. Und wir müssen den ArbeiterInnen erklären, warum es eine Linke der Arbeiterklasse braucht, die sich eben nicht diesen Regeln unterordnet. En ese sentido estamos impulsando actualmente un frente de trabajadores y la izquierda como polo de independencia de clase para prepararnos también para entrar en la carrera electoral ya que estamos a puertas en octubre. Und in diesem Sinne kämpfen wir gerade dafür, eine Front der Arbeiterinnen und der Linken ins Leben zu rufen, als ein Pol der Unabhängigkeit oder politischen Unabhängigkeit der Arbeiterinnenklasse, um uns für die Kampagne der Präsidentschaftswahl im Oktober vorzubereiten. Queremos instalar un programa socialista, revolucionario, diferenciado del Frente Amplio y el Partido Comunista y también la Lista del Pueblo. Wir wollen ein sozialistisches und revolutionäres Programm aufstellen, das sich unterscheidet von dem des Frente Amplio in der kommunistischen Partei und auch von der Lista del Pueblo. Para ello pondremos al centro la candidatura de Lester Calderón como candidato obrero de Antofagasta. Und da ins Zentrum stellen wir unsere Kandidatur von Lester Calderón als ein Arbeiterkandidat aus Antofagasta. Como una contratendencia a los nuevos fenómenos políticos reformistas y populistas. Als eine Gegentendenz zu den neuen reformistischen und populistischen Phänomenen. Que también disputan nuestro espacio. Genau, mit denen wir unsere politische Einfluss umkämpfen, so gesagt. Además, queremos fortalecer las comisiones de acción, sobre todo en la campaña de la libertad de los presos políticos. Und wir wollen unsere Aktionskomitees stärken, vor allem im Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen. Pero además queremos tomar las demandas sindicales de los trabajadores. Und aber außerdem wollen wir die gewerkschaftlichen Forderungen der Arbeiterinnen aufnehmen. Y ligarlas a un programa transicional. Und sie mit einem Übergangsprogramm verbinden. Que pueda constituir un puente entre las ilusiones reformistas del movimiento de masas y la necesidad de luchar por el poder. Das eine Brücke bilden sollte zwischen den Illusionen, den reformistischen Illusionen der Massen und der Notwendigkeit für die Macht zu kämpfen. El objetivo es lograr que un grupo revolucionario, incluso pequeño, das Ziel ist, dass eine revolutionäre Gruppe, auch wenn sie klein ist, sea capaz de influir a una porción suficiente de la clase trabajadora para que la táctica del Frente Único Obrero. Das Ziel ist, dass diese Gruppe in der Lage dazu wäre, eine größtmögliche Teil der Arbeiterklasse zu beeinflussen, damit Ziel. Es decir, golpear juntos, pero marchar separados. Ein Problem der Struktur grammatikal alemana. Genau, um eine Einheitsfront aufzubauen, damit man gemeinsam schlagen, aber getrennt marschieren kann. No sea una exigencia impotente hacia la burocracia, sino que tenga la fuerza para poder imponerlo efectivamente. Genau, und dass eben diese Einheitsfront nicht nur eine Forderung an die Bürokratie ist, sondern dass wir auch die Kraft haben, um das wirklich durchzusetzen. Por último, und zuletzt, como una de las tareas preparatorias
es que estamos también con una política de extensión del partido. Genau, als letztes, als eine Vorbereitungsaufgabe, haben wir auch, nehmen wir uns vor, die Partei auszuweiten. Con apertura de sectores estratégicos. Und in strategischen Sektoren aufzubauen. Tras la rebelión popular del 2019, nuestro grupo se duplicó. Und unsere Gruppe hat sich nach diesem Aufstand 2019 verdoppelt. Y en Antofagasta hoy día no solo estamos construidos en la ciudad, sino que nos estamos expandiendo hacia la región, en Calama, en Mejillones y Tocopilla. Und in Antofagasta haben wir uns nicht nur in der Stadt ausgeweitet, sondern auch in der ganzen Region, in Calama. Calama, Tocopilla y Mejillones. Genau, das sind Städtenamen. Estos lugares son sumamente importantes porque son lugares estratégicos donde pasan las venas de la minería y los portuarios y los puertos. Und diese Orte sind strategisch wichtig, weil dort eben die Adern der Minen so gesagt fließen und in die Häfen, also von den Minen in den Hafen. Queremos que esta experiencia pueda servir no de autoconsumo, como decía, sino para que podamos pensar en concreto cómo podemos impulsar la autoorganización obrera y popular. Und wir wollen, dass das nicht so was für Selbstbeweihräucherung ist, sondern dass es dazu dient, dass wir denken können, wie man obrera y popular. ¿Qué fue lo antes? Genau, wie man die Selbstorganisierung der Arbeiterinnen und der Bevölkerung vertiefen und durchsetzen kann. Eso. Gracias. Das war's mit dem roten Faden. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir uns über jede Unterstützung freuen. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, dann tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir sind aktiv in den Krankenhäusern, in der prekären Jugend und in den Universitäten. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung.